Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern, liebe Freundinnen und Freunde des philosophischen Podcasts und der Lebenskunst. Und auch hallo an dich, Albert. Hallo, Jan. Heute geht es um einen der vielseitigsten Allrounder der Philosophiegeschichte, so habe ich es zumindest für mich eingeordnet. Ich habe mich gefragt, sprechen wir heute überhaupt über einen Philosophen oder geht es eher um einen Rhetoriker oder einen Schriftsteller? Naja, also jedenfalls geht es um Cicero oder wie der, glaube ich, etwas fortgebildetere Lateiner sagt, Cicero. Wir haben uns aber darauf geeinigt, dass wir von Cicero sprechen. Geht mir leichter von der Zunge. Und es für dich hoffentlich auch okay. Ja, ist für mich völlig okay. Und damit wir gut reinkommen in diesen Philosophen, Schriftsteller, Redner, würde ich dich bitten, Albert, gib uns doch mal wieder deine Top 3 Zitate zum Besten, die Cicero verfasst hat. Ja, also vielleicht als erstes ein ganz kurzes. Das Heil der Seele habe ich in ihr selbst zu finden. Also ein alter Gedanke, schon 500 Jahre vorher bei den Griechen entdeckt worden. Ich würde sagen, Demokrit, von dem wissen wir, das Glück liegt nicht in den Feldern und in den Herden. Es liegt im Innern der Seele. Das heißt, unser Glück ist recht unabhängig von den äußeren Bedingungen, Gegebenheiten und vom vielen oder wenigen Besitz. Wir können in vielen, vielen Umständen, auch in bescheidenen Verhältnissen, durchaus ein glückliches Leben führen, wenn wir auch nach innen gucken, auf unsere Seele achten. Und das hat er, finde ich, hier sehr schön ausgedrückt. Das Heil der Seele, also die Gesundheit, das Glück, das Wohlbefinden, das habe ich in ihr selbst zu finden. Ich muss meinen Seelenhaushalt aufräumen. Ich muss dort für Ordnung sorgen, dass sich die Seelenkräfte in Harmonie befinden, dass ich mit mir ins Reine komme, so ist das auch häufig gesagt worden, mich in meiner Haut wohlfühle. Und das ist ein sehr starker innerseelischer Prozess und hat viel weniger mit äußeren Gütern oder Verhältnissen zu tun, als der normale Mensch glaubt. Und das aus der Feder eines Karrieristen, denn ich würde sagen, Cicero, so kann man ihn durchaus bezeichnen, war jemand, der in all den Feldern, in denen er unterwegs war, also sei es als Jurist, als Autor, als Redner und eben auch als Philosoph, war er schon auch sehr stark auf Erfolg und Karriere und so den Erfolg im Äußeren fixiert. Ja, als Philosoph möglicherweise nicht, aber in allen anderen Bereichen hast du völlig recht, er war ja auch Politiker. Aber ich denke, da hat er eine Unterscheidung getroffen, die ganz sinnvoll ist auch so. Man kann philosophisch denken und dennoch wie ein ganz normaler Mensch leben, auch eine Karriere machen, auch seine Wünsche verwirklichen, Unternehmen aufbauen. Das bringt alles Selbstwirksamkeitserfahrung, wenn man sich überall, wie Seneca sagt, sich mit hinnimmt, also immer bei sich bleibt, dann ist das eine sehr schöne Sache. Und ohne Wirkungen in der Welt, ohne einen Dialog mit der Welt, ohne dort etwas zu leisten, wird es schwer, ein glückliches Leben zu führen. Insofern ist das alles okay. Und der Philosoph, wenn der nur immer mitgeht oder daneben steht und einen bremst, wo man wirklich zum Karrieristen entartet oder sich von sich entfremdet oder wenn man plötzlich meint, die äußeren Güter seien doch viel wichtiger als die inneren, dann geht man den falschen Weg. Aber dafür ist der Philosoph eben da, um einem darauf aufmerksam zu machen, dass man vom rechten Weg abweicht oder vielleicht bestimmte Dinge, die nichts mit materiellen, nichts mit Karriere, nicht mit Ruhm und Ansehen zu tun haben, zu beachten habe. Und wenn da ein gutes Verhältnis besteht zwischen dem Menschen, der lebt, wünscht, liebt, und dem Philosophen, der die Vernunft und das Maß in allem setzt und mit reinbringt, dann ist das wunderbar. Sehr gut. Dann ob es dem Cicero gelungen ist, weiß ich nicht. Also seine Biografie ist so ein bisschen und auch sein Befinden, was man so aus den Briefen herausnehmen kann, aus seinen Büchern. Also ob er dieses gute Verhältnis zwischen dem Philosophen und dem Menschen gefunden hat, mindestens ein kleines Fragezeichen würde ich dahinter machen. Bevor wir in diese Diskussion einsteigen, bitte ich dich um dein zweites Zitat. Ja, dann sagte er einmal, das fand ich auch sehr, sehr richtig und sehr tief. Wir müssen den Ursprung unseres Seelenschmerzes oder irgendeines Seelenschmerzes erklären. Also die Ursache, die den Kummer in der Seele erzeugt, diese Ursache müssen wir erkennen. Wie eine Krankheit am
Körper. Denn mit der Ursache einer Krankheit haben wir zugleich auch die Methode ihrer Heilung gefunden. Das finde ich sehr wichtig. Für der antiken Philosophie ging es ja auch darum, zum glücklichen Leben auf einem Weg zu finden, der darin besteht, dass man an sich die negativen Affekte, die Dinge, die einen stören, abbaut. Also Ängste, Zorn, Wut, Eifersucht etc. Das waren bei den alten Seelenkrankheiten, so auch bei Cicero. Und wenn man die reduzieren will oder überwinden will, da ist es sehr wichtig zu erkennen, welcher psychische Mechanismus da zur Geltung kommt. Das heißt, warum ich jetzt Ärger in solchen Situationen immer aus der Haut fahre oder Ärger entwickle, Zorn oder Neid oder Eifersucht, das hat alles irgendwelche Gründe in der Biografie, in Erfahrungen, in Glaubenssätzen. Wenn ich davon loswerden will und das sollte man wollen, das muss man wollen, wenn man ein glückliches Leben führen will, dann muss ich mir selbst auf die Schliche kommen und muss sehen, warum ich in bestimmten Situationen immer so und so reagiere. Erst wenn ich die Ursache habe, dann weiß ich auch, wie sie zu heilen ist. Mhm. Und das ist eine tiefe Wahrheit, die wir auch bei Buddha finden in den vier edlen Wahrheiten. Ah, jetzt hast du mir meine... Ich wollte gerade glänzen mit ja, genau dieser Ansage. Na, das erinnert mich irgendwie auch an Buddha, wollte ich sagen. Richtig, ja, genau. Also der sagte, dass der Weg zur Erleuchtung ist, zu erkennen, dass man leidet, Ursache des Leidens herauszufinden. Dann hat man den Weg zur Heilung. Dann gibt es den achtfachen Übungspfad. Das heißt, die Umsetzung der Erkenntnis oder den Heilungsprozess dann aktiv unterstützen, und das sind meistens Übungspfade, also dass man eben versucht, anders zu denken oder in bestimmten Situationen anders zu reagieren. Da muss man sich eintrainieren, das muss man antrainieren, denn die synaptischen Verbindungen, die Reizreaktionsschemen im Kopf, die können überschrieben werden, können ausgetauscht werden, aber das braucht eine Zeit. Da müssen neue Zellverbindungen und neue Zellverbände geschaffen werden, und dazu braucht das Gehirn Zeit und Übung, ein Eintrainieren. So geht alles Lernen vonstatten, Wiederholung, und das gilt insbesondere auch für die Persönlichkeitsentwicklung, wo ich mir bestimmte negative Affekte abgewöhnen will und vielleicht gute Gewohnheiten angewöhnen möchte. Jetzt ist es ja, habe ich ihn überhaupt nicht in dieser Schiene gehabt. Ich habe ihn als Lateinschüler, eben als Rhetoriker, Schriftsteller erlebt und eben als Staatsmann, der sich eben Gedanken darüber gemacht hat, wie können die Menschen zusammenleben, wie kann ein Staat funktionieren. Aber er hat sich offensichtlich auch sehr stark mit dem Leben an sich und der Seelenverfassung des Menschen beschäftigt. Ja, in der Tat. Aber das Bewusstsein, das du hast, entspricht, ist auch historisch begründet oder wahr, könnte man sagen, weil er geglänzt hat als Rhetoriker, als lateinischer Stilist und auch als Politiker hat er eine große Bedeutung. In der Philosophiegeschichte ist seine Bedeutung eher geringer, weil er hat zwar ganz wichtige und gute Bücher über die Philosophie geschrieben. Er hat sich auch intensiv damit beschäftigt. Er hat es auch studiert, intensiv, in Athen sogar, bei großen Philosophen. Aber er war kein eigenständiger Denker. Deshalb taucht er in der Geschichte der Philosophie weniger auf. Aber in der Geschichte, in der Allgemeingeschichte umso mehr. Oder in der Rhetorik oder in der Sprache. Aber er hat das griechische Wissen ins Lateinische übersetzt, die Philosophie. Er ist der Vermittler der griechischen Philosophie an das Abendland. Und da ist er bedeutend in der Philosophiegeschichte, aber nicht als eigenständiger Denker. Mhm. Also wenn du seine bedeutenden philosophischen Bücher, die er geschrieben hat, wenn du sie liest, es ist sehr lehrreich, weil da ganz wichtige Aspekte diskutiert werden zum glücklichen Leben, zum gelingenden Leben. Wenn du sie daraufhin untersuchst, ja, wann spricht denn jetzt Cicero? Er lässt da immer andere Leute auftreten, die Epikureer gegen die Stoiker und tauscht dann die Argumente aus. Da ist er im Kernbereich der Philosophie, aber wenn du dann schaust, ja, was ist jetzt nun der Standpunkt Ciceros, dann wirst du Schwierigkeiten haben, da einen ausfindig zu machen. Mhm. Standpunkt ein Cicero überhaupt. Also er hat sich offensichtlich so ein bisschen als Transmissionsriemen verstanden, ja, oder? Der genau. Das Ganze aus Griechenland, wo er es ja eben auch selbst verstärkt gelernt hat, und er erinnert mich auch ein bisschen an dich, er war eben auch Jurist, der dann später nochmal seine Leidenschaft für die Philosophie vertieft hat, so wie ich es verstanden habe. Nach ersten Karriereschritten ist er nochmal nach
Griechenland und hat da dann sein philosophisches Wissen vertieft? Also ich hätte es lieber gesehen, wenn du mich mit Sokrates verglichen hättest. Denn mit 63 hat man ihn aus der Kutsche gezerrt und totgeschlagen, den Cicero. Also das Schicksal hoffentlich bleibt mir erspart. Und auch sonst, er ist unterschiedlich beurteilt worden. Manchmal wurde er als Politiker oder Redner auch als Opportunist bezeichnet und also er wurde da auch sehr kritisch von Historikern, sehr kritisch aufgefasst. Einmal war er im Lager des Cäsars, dann im Pompeius, in den Bürgerkriegswirren da. Und er verteidigte auch Mörder und Schwerverbrecher. Ja, aber er war halt offensichtlich ein extrem talentierter Mann, so wie, wie ich es verstanden habe. Also erstmal dieses Spektrum, was er abdeckt, eben an Talenten. Und in allen ja offensichtlich, also er galt als der größte Redner, er war einer der wichtigsten Schriftsteller. Als Philosoph offensichtlich vielleicht nicht bis ins allerletzte selbstständig, aber doch hat er sich ein Best-of nach Rom gebracht. Also da kann man schon sagen, Hut ab vor dem, jemand auf die Beine gestellt hat. Und was bei mir hängen geblieben ist, und das fand ich einen sehr spannenden Aspekt, er war offensichtlich davon überzeugt, dass wenn du ein großer Redner sein musst oder die besten Fähigkeiten im Bereich der Rhetorik bringen dir nichts, wenn du nicht auf der Philosophie fußt, also wenn du nicht die Philosophie tief verinnerlicht hast, und eben auch aus ihr schöpfen kannst für deine Reden. Ja, völlig richtig, gute Charakterisierung, alles. Also er hat viel von der Philosophie gelernt, er hat sie sein Leben lang gepflegt und er hat gute Bücher über sie geschrieben. Er mag vielleicht kein eigenständiger Denker gewesen sein, aber hat unendlich vieles geleistet. Da wir sehr viele Quellen oder Aussagen von alten Stoikern, griechischen Stoikern und aus der platonischen Schule, die haben wir nur in den Schriften von Cicero, weil wir die originalen Bücher der Griechen, weil die verloren gegangen sind. Mhm. Also er vermittelte uns zum einen viel griechisches Wissen, was wir nur von ihm her kennen, und zum anderen hat er eben diese Leistung, und das ist eine ganz bedeutende, er hat wesentliche Begriffe der griechischen Philosophie ins Lateinische übersetzt. Er hat ja quasi der ganze Rom oder die Oberschicht, die gebildete Schicht von Rom mit griechischer Philosophie, könnte man sagen, angesteckt, infiziert. Mhm. Er hat diese stoische Philosophie darüber gebracht. Er war Schüler einer bedeutenden Figur aus der stoischen Philosophiegeschichte, Poseidonios, der mittlere Stoa, bei dem hat er studiert in Athen, auch bei einem anderen Lehrer, Antiochos von Askalon, der Stoische mit platonische Elemente vermischte. Und dieses Wissen hat er nach Rom gebracht und hat prägende Begriffe im Lateinischen für die philosophischen Ausdrücke gefunden und überhaupt erst festgesetzt und damit quasi wesentliche Bestandteile und auch Worte in der Philosophiegeschichte von einer Kultur in die westeuropäische getragen und wurde da durch das ganze Mittelalter bis hin zur Neuzeit bestimmend dafür. Ein Beispiel: Humanitas, das ist ein Begriff, den Cicero wesentlich geprägt hat. Darauf baut dann später am Anfang der Renaissance die Erfindung der humanistischen Bildung baut darauf auf. Und auch die ganzen Humanisten, der Begriff Humanist ist auch auf Cicero zurückzuführen. Also da hat er schon dann doch schon geschichtlich Epochales geleistet, das ist richtig. Und würdest du ihn dann zu den Stoikern rechnen oder? Nein, das sollte man nicht tun. Also erstens sage ich, es ist schwierig, ihn überhaupt so zu rechnen, weil man ja gar nicht weiß, man Schwierigkeiten hat, seine Position, eine philosophische Position genau zu bestimmen oder er da eben nichts Eigenständiges geschaffen hat. Also er war Eklektiker, das heißt, er hat sich die Rosinen aus verschiedenen Richtungen herausgenommen. Deutlich ist der platonische Einfluss und der stoische Einfluss. Der ist deutlich, aber er wird manchmal als Stoiker bezeichnet, das ist aber nicht richtig. Also man weiß das aus den Büchern, dass er kein Epikureer war. Also er hat den Schulstreit zwischen den Epikureern und Stoikern, hat er ja in einem Buch manifestiert. Das sind die Gespräche in Tusculum, wo er diese beiden Schulen gegeneinander die Argumente austauschen lässt. Und es ist klar, dass er nicht Epikureer war. Aber man kann ihn auch nicht klar als Stoiker bezeichnen, weil er auch sehr viele Elemente aus der
sogenannten Neuen Akademie. Das ist die Akademie, ist die Schule, die Platon begründet hatte. Also viele Elemente auch aus der platonischen Philosophie, auch aus der aristotelischen übernommen hat oder sich angeeignet hat. Also er ist weder klar zu identifizieren, noch natürlich daraus folgt auch klar zu kategorisieren oder irgendeiner Schule zuzuschreiben. Die Hörerinnen und Hörer haben es gemerkt, wir haben noch ein weiteres Zitat, was wir noch von dir hören wollen. Auch wenn wir hier ins Reden kommen, ich will dich nicht entkommen lassen. Ja, eines, was ich auch sehr gerne mag, er sagt einmal, wie ein Acker, der, wenn er fruchtbar ist, ohne Pflege keine Frucht tragen kann, so auch die Seele nicht ohne Belehrung. Die Pflege der Seele aber ist die Philosophie. Sie zieht die Laster mit der Wurzel aus, bereitet die Seelen dazu, die Saat zu empfangen und übergibt sie ihnen und sät. Erstens sehen wir schon die Bedeutung der Philosophie, die du vorhin genannt hast. Ja, genau. Wir sehen meinen geliebten Seelengarten hier wieder auftauchen. Der geht auf Plato zurück, also ist schon ein uraltes Bild. Und wir haben auch hier das erste Zitat, taucht hier wieder auf. Man muss die Übel mit der Wurzel herausreißen. Das ist ja gemein, wenn er sagt, wir müssen die Ursachen für die Dinge in unserer Seele, die uns stören, finden. Sonst behandeln wir wie eine Krankheit nur immer die Symptome. Und dann kommen sie natürlich immer wieder. Wenn wir aber die Ursache kennen, warum wir in bestimmten Situationen Angst entwickeln oder Zorn, Wut oder Neid oder Eifersucht, wenn wir die Ursache kennen, dann können wir uns daran machen, sie mit der Wurzel herauszugreifen, mit dem Effekt, dass wir, wenn wir das einmal gründlich getan haben, sie ein für alle Mal los sind. Also das heißt, auch da wieder geht es sehr stark darum, sich in sich selbst reinzuschauen, sich selbst zu erkennen und dann im nächsten Schritt zu schauen, was kann ich tun, selbst um ein noch besserer... Also das Feld zu bearbeiten, ich glaube, das ist sicherlich auch ein Gedanken oder ein Wortspiel, das wir da von Cicero her haben. Ich kenne es aber auch aus einer anderen Quelle über den Ackerbau. Kultivare, das heißt also den Boden zu beackern. Und das hat er auf die Seele übertragen. Und deshalb hat er dieses Bild genommen. Und deshalb heißt diese Entwicklung, dieses Lernen, dieses Fortschreiten auf dem Weg hin zu einem glücklichen, gelingenden Leben Selbstkultivierung. Mhm. Und das ist das Schöne an dem Zitat. Er sagt, wie ein guter Acker Pflege braucht, so braucht die Seele, wenn sie gedeihen soll, wenn sie ein gutes Leben führen will, die braucht Pflege. Man muss sich mit ihr beschäftigen, man muss sich mit seinen Defekten schon auseinandersetzen und auch mit seinen positiven Samen in die Erde legen. Also das alles liegt in unserer Hand und das ist diese Persönlichkeitsentwicklung. Selbstkultivierung, Selbstpflege, Selbstsorge, die so wichtig ist, die uns hinführt, wenn das Glück tatsächlich in der Seele liegt, nicht im Äußeren, wichtiger ist eigentlich als unsere äußere Karriere. Denn was wollen wir? Was ist das letzte Ziel unseres Lebens? Ist ja nicht viel Geld zu haben, sondern uns von dem Geld, so die Vorstellung der Materialisten, das Glück zu kaufen. Also das letzte Ziel aller Menschen, ob Materialist, ob Idealist oder wie auch immer, ist eigentlich ein glückliches Leben zu führen. Ich habe jetzt auch noch ein Zitat mitgebracht, was so eher stärker in diese stoische Richtung geht. Weil also ich habe ihn deswegen so schon in der Schublade, dass er zumindest ein Anhänger der Stoa war, wenn er sich eine Schule hätte aussuchen müssen, weil er ja ganz stark auch die Tugend und die Pflichten über alles gestellt hat. Ne? Also das, was du jetzt beschrieben hast in deinen Zitaten, ging sehr stark dahin, ich muss mich reinschauen und dann das Übel beseitigen. Aber er war scheinbar auch davon überzeugt, wer seine Pflichten ordnungsgemäß erledigt, wer die Tugend über alles stellt, auch der wird letztlich ein glückliches Leben erfahren. Und das Zitat, was ich mitgebracht habe, heißt, denn kein Lebensbereich kann ohne Pflichten auskommen und aus ihrer Erfüllung beruht jede Moral im Leben und auf ihrer Missachtung die Schande. Und das geht ja dann sehr stark in die Richtung. Ne? Ja, völlig zu Recht. Also man kann wohl sagen, dass er das meiste seiner philosophischen Überzeugung, soweit wir sie kennen aus der stoischen Philosophie, hat. Die passte ja auch zu Rom. Deshalb hat er auch mit seinen philosophischen Schriften in Rom sehr viel Erfolg gehabt, weil die stoische Philosophie, die in der Tat den Begriff der Tugend und daraus folgernd der Pflicht, tu deine Pflicht, der Rest ist zweitrangig, dann wirst du das Beste tun für dich, für die Gesellschaft und für dein persönliches Glück.
das passte gut zu einer uralten Charaktereigenschaften der Römer, und das ist ein ganz, ganz starkes Pflichtbewusstsein. Also wo mich das Schicksal hinstellt, dort habe ich tapfer meine Aufgabe zu erfüllen. Also ganz, da gingen die für bis in den Tod. Also sie haben lieber den Tod vorgezogen, als eine Pflicht gebrochen oder einer Pflicht keine Genüge zu tun. Also, und das passt zu diesem stoischen Gedanken. Und ja, wir können sagen, das ist auch ein Element, was für uns alle eigentlich wichtig ist. Wenn wir autonom, selbstständig leben wollen, dann heißt das Autonomos, selbst, und Gesetz, Selbstgesetzgebung. Dann sollten wir uns unsere Gesetze für unser Leben selbst geben. Und wenn wir das getan haben, das allein reicht nicht, wir müssen sie dann auch leben. Dann leben wir autonom und frei, wenn wir uns selbst sagen, ich lebe nach den Prinzipien, und das dann auch umsetzen. Und dieses Umsetzen, das ist das im Moment der Pflicht. Und das fällt dem Menschen ja schwer. Vorsätze haben wir alle, aber halt die mal ein. Mhm. Aber das Einhalten ist eine große Quelle des Glücks. Und er war offensichtlich ein Typ, der das geschafft hat, ne? Der vieles von dem, was er sich vorgenommen hat, auch umgesetzt hat. Also nur so seine Karriere war ja auch so, vielleicht können wir noch zwei, drei Sätze, oder kannst du auch noch zwei, drei Sätze zu seiner Biografie sagen. Er entstammte, glaube ich, schon dem zweiten Stand in Rom. Ne? Sein Vater war ein Ritter. Er entstammte dem Ritterstand, aber legte wahnsinnig viel Wert auf die Erziehung und die Ausbildung von Cicero. Und da zeigte sich auch früh sein Talent. Ne? Ja, also Plutarch, griechischer Philosoph, 100 Jahre, 150 Jahre später, hat uns das übermittelt. Er hat Biografien über bedeutende Griechen und Römer gegenübergestellt und unter anderem auch Cicero. Und der meinte, er war schon mit 20, war er schon bekannt in Rom als ein außerordentlich begabter und talentierter Mensch oder Gebildeter. Und ja, er war sicherlich, gerade dass er nicht in der obersten Schicht groß geworden ist, das ist meistens auch ein Hinweis darauf, dass er mit sehr viel Ehrgeiz an seine Sache rangeht, denn das fällt denen aus der zweiten Schicht nicht von selbst zu, dann bis zum Konsul aufzusteigen. Das ist ja also oberste Staatsamt letztlich. Könnte man so sagen, ja. Und er muss sehr, sehr fleißig gewesen sein, er hat sich auf die Prozesse gut vorbereitet, seine Reden immer wieder überarbeitet. 900 Briefe haben wir von ihm, also das ist unglaublich. Er hat ja auch zu vielen Dingen geschrieben, also nicht nur tolle philosophische Werke geschrieben, auch viele rhetorische, viele über die Politik, über die Staatskunst, über den Staatsaufbau. Also er muss sehr ehrgeizig gewesen sein. Er hat auch sehr viel erreicht und hat auch sich ein unglaubliches Wissen angeeignet. Und das alles hat ihn dann bis zum heutigen Tag berühmt gemacht. Kannst du mal noch ein paar Daten nennen? Wann ist er geboren? Wie lange hat er gelebt? 106 vor Christus ist er geboren und 43 vor Christus in den politischen Wirren erschlagen worden. Also er hat sich gegen Caesar gestellt, dann teilweise auch war er dann auf Seiten von Caesar. Was passiert ist, Caesar war 44, ein Jahr vorher ermordet worden, und dann hat er sich gegen Marcus Antonius gestellt, Nachfolger oder Freund Caesars, der dann eine sehr wichtige Rolle hatte in den darauffolgenden Wirren. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Der Marcus Antonius, der hasste dann Cicero, und leider hat Cicero dann auf die falsche Karte gesetzt in den Wirren. Er schwankte mal hier, mal da, aber dann in dem entscheidenden Moment auf die falsche Karte gesetzt. Er kam ganz oben auf die Proskriptionsliste. Das war eine Liste von Leuten. Vogelfrei waren letztlich. Ne? Die umgebracht werden sollten, um wieder Frieden in die Republik zu, oder ja, in die angehende Monarchie. Darum ging es ja auch Cicero, und in den politischen Kampf raufkam. Ja, und dann ist er dann irgendwann mal geschnappt worden und aus der Kutsche gezerrt und erschlagen worden. Und Kopf und Hände wurden ihm abgeschnitten und am Kapitol ausgestellt. Also das war gut, davon hat er nichts mehr mitgekriegt, aber das Ende war schon sehr tragisch und sehr traurig. Also er kämpfte, deshalb hat er auch den Beinamen Vater des Vaterlandes bekommen.
Pater Patriae. Er kämpfte für die Republik, für die alte römische Republik, die Caesar gefährdete mit seinem Wunsch nach Machtfülle, nach Alleinherrschaft. Ja, und das war auch die Übergangszeit. Es ging ja dann weiter mit Octavian, also mit dem Augustus, mit dem Kaiser. Und es waren dann die römische Republik wurde quasi abgelöst dann durch die Kaiserzeit. Und er kämpfte noch da eben auf der falschen Seite, auf der republikanischen vorwiegend. Und das war ja auch die modernere letztlich, kann man sagen, ne? Die modernere Seite war progressivere. Ich würde gerne noch was zu seinen Werken sagen und, wie du sagst, ein umfangreiches Werk, was er da hinterlassen hat. Aber zwei, die man vielleicht rausgreifen kann, oder insbesondere dieses De Officiis. De Officiis, ja. De Officiis, genau. Und das ist eine Art Briefe, die er an seinen Sohn Markus schreibt, von dem er offensichtlich nicht so ganz sicher ist, ob der schon so gefestigt ist und wie er am besten sein Leben und seine Arbeit angehen soll. Ne? Ja, dem ging es übrigens dann nachher ganz gut. Also der ist dann unter Octavian aufgestiegen und hat hohe Ämter bekleidet später, also nach Ciceros Tod. Also er wurde nicht mit ins Unglück hineingerissen. Aber da hat er doch so auch relativ klar rausgearbeitet, wie eben ein gutes Leben aus seiner Sicht, aber das eben auch wieder eher eine Pflichtenethik, aufgesetzt werden sollte. Ne? Ja, also ich finde noch bedeutender die Gespräche in Tusculum. Tusculum war eines seiner Landsitze, hatte mehrere Landsitze und dort hatte die Gespräche in Tusculum, die Auseinandersetzung zwischen der stoischen und epikureischen Philosophie, finde ich am beeindruckendsten. Dann hat er noch ein weiteres über das höchste Gut und das größte Übel. De Finibus und so weiter und so weiter. De Finibus meistens abgekürzt. Und ja, das sind die drei eigentlich Hauptwerke. Er hat dann auch noch Werke geschrieben über das Altwerden, über Freundschaft, Götter, Schicksal. Über den Staat auch. Ne? Ja, das sind seine politischen Schriften. Also man kann, seine philosophischen Schriften sind das, die ich gerade so genannt habe. Im Wesentlichen, dann gibt es noch politische Schriften und dann gibt es noch Schriften über die Rhetorik natürlich. Mhm. Also er hat vielseitig geschrieben. Philosophisch seine drei wichtigsten Werke sind die Officiis, die Finibus und die Gespräche in Tusculum. Gerade letzteres kann ich noch wärmstens empfehlen, weil man kommt da gut rein in die ganze stoische und epikureische Philosophie und immer geht es um das gelingende Leben, das finde ich so schön. Okay. Also immer geht es um, wie wir glücklich werden oder welcher Weg denn der beste ist. Was ich interessant fand, war, dass er das Thema Güte und Hilfsbereitschaft auch relativ hochgehängt hat, was ja wahrscheinlich zu der Zeit, also kurz bevor das Christentum so durchstartete, ein wichtiger Wert war offensichtlich in einem recht krassen Umfeld, wie du es gerade beschrieben hast, ständige Umstürze, Kämpfe. Und da dieses Güte und Hilfsbereitschaft so nach oben zu hängen, finde ich interessant. Ja, das ist ein wichtiger Wert in der stoischen Philosophie. Den hat er ganz bestimmt danach. Also der Mensch ist dazu aufgerufen, seinem Bruder die Hand zu reichen, den Menschen in Not beizustehen und zu helfen, wo es geht. Also die ist nicht nur, stoische Philosophie ist nicht nur eine Philosophie, dass man seine Ruhe behält und findet, die Unerschütterlichkeit des Weisen. Das darf man nicht verwechseln mit Gleichgültigkeit, sondern es ist gepaart eigentlich mit einem hohen sozialen Engagement. Man kann nur glücklich werden, sagte Seneca später, wenn man andere Menschen glücklich macht. Also für andere da sein, die Hilfsbereitschaft ist sehr wichtig, wie die Freundschaft auch ein ganz wichtiger Wert ist, gerade in dem intriganten Rom, wo du ohne Freunde eigentlich gar nicht weiterkamst und manchmal dann auch sehr schnell dein Leben verlieren konntest, wenn du da nicht Verbindungen hattest. Und das zeigt, dass das Zwischenmenschliche als solches sehr hoch gehalten wurde. Und dann auch der Begriff der Humanitas kommt von Cicero. Das heißt, die Auffassung, und darin gründet es, Seneca hat das dann breit ausgeführt, die Auffassung von der Gleichheit der Menschen letztlich. Kein Mensch ist besser als der andere, keiner erhebe sich über einen anderen, keiner erniedrige einen anderen. Wir sind Brüder einer großen Gemeinschaft, wir sind alle Kinder der einen Natur und sollten uns auch so verstehen wie eine große Familie. Und dann auch nochmal ein Link zu deiner Schule. Maßvoll und angemessen handeln war auch so eine Prämisse, die er allen seinen Schülern, oder er hatte ja keine Schüler in dem Sinn, aber die er seiner Nachwelt hinterlassen hat. Ne? Das war die höchste griechische Tugend, Besonnenheit auch, Sophosyne wird sie manchmal übersetzt. Das ist eigentlich das rechte Maß in allem zu finden. Ja, das war ein Wert, der zieht sich durch die gesamte
praktische Philosophie der Griechen bis hin zur Stoa, bis hin zu den sokratischen Schulen, Kyniker, Epikureer, Skeptiker, selbst die Skeptiker hätten das nicht bestritten, dass Maß und Mitte der richtige Weg ist. Und so finden wir ihn auch in der stoischen Philosophie und so finden wir ihn auch bei Cicero. Den finden wir in allen Weisheitstraditionen der Welt. Also wir finden ihn auch sehr ausgeprägt in der chinesischen Antike, in der indischen Antike, in der ägyptischen Antike. Also die Bezeichnung meiner Schule Maß und Mitte, die rührt aus einer Übersetzung eines Kapitels aus einem chinesischen Weisheitsbuch, uralten, das geschrieben worden ist, noch bevor Cicero das Licht der Welt erblickte. Und ein Kapitel wird übersetzt mit Maß und Mitte. Und als ich dieses Kapitel las, erstmal ist ein sehr schönes Kapitel im Buch der Riten, Li Qi. Aber auch als ich diesen Titel las, da machte es Klick und dachte ich, so sollte die Schule heißen. Auch in dem Bewusstsein, das vereinigt einen ganz, ganz zentralen Gedanken, der sich durch alle Weisheitslehren bis zum heutigen Tage zieht. Ich versuche mal zusammenzufassen. Also Cicero, Cicero war offensichtlich ein extrem talentierter Römer, der es geschafft hat, sich in den verschiedensten Feldern ganz nach vorne oder inhaltlich ganz nach vorne zu arbeiten und der aber davon überzeugt war, dass die Philosophie die Grundlage für all das, was er so im Außen dann auch getan hat, ist. Und deswegen war es ihm, glaube ich, auch so wichtig, das Best-of der griechischen Philosophie nach Rom zu bringen durch Übersetzungen. Wir profitieren ganz stark davon, was er damals aufgeschrieben hat und dann eben auch noch in High-End-Sprache formuliert hat oder übersetzt hat. Aber ich höre so die leise Kritik von dir durch, das ist alles super, aber er hatte eben jetzt nicht so die große Idee, die man auf ihn zurückführen kann, sondern er war eher so ein Kurator der bisherigen Philosophie. Ja, also ich habe eigentlich, wenn ich ihn zitiere, ich habe nur zwei Dinge, die ich gerne von ihm zitiere. Jetzt mal die anderen, man findet schöne Sachen bei ihm, haben wir ja gerade auch schon gehört. Aber es, für mich sind es eigentlich nur mal zwei Dinge, wo ich ihn zitiere. Während ich Seneca, Epikur oder so weiter, da kann ich hundertfach zitieren, bei Cicero fällt mir es nicht schwer. Eine Einführung der Philosophie hat er geschrieben, Hortensius, ist uns aber nur noch in Fragmenten überliefert. Und da schreibt er einmal, man könnte die Philosophie auch Providentia übersetzen ins Lateinische, von providere, vorhersehen. Die Philosophie also ist die Fähigkeit vorherzusehen, also bestimmte Gesetzmäßigkeiten im Leben zu erkennen und zu wissen, was so folgt. Ein ganz, ganz toller Gedanke, finde ich. Das bereitet einen auf alles vor, wenn man etwas von der Philosophie lernt, so auf alles vorbereitet zu sein. Warum? Ja, weil sie die Gesetzmäßigkeiten, wie die Menschen handeln, die Seele oder wie sich geschichtliche Ereignisse entwickeln, verstanden haben und aus dem Vergangenen ein bisschen, sind keine Hellseher, aber ein bisschen sehen können, wie sich die menschlichen Dinge ebenso entwickeln. Und das ist eine ganz tolle Sache, wenn man das weiß. Das hilft einem sehr, durchs Leben gut zu navigieren. Also Mustererkennung und dann aber auch eben zu wissen, wie reagiere ich auf dieses jeweilige Muster. Ja, genau. Das hat viel damit zu tun, dass ich nicht nur den Mechanismus meines eigenen Seelenlebens, sondern auch aller Menschen verstehe. Und daraus folgt, ich kann mir so ungefähr vorstellen, wie, was der dann und dann und dann oder die und die machen wird oder wie sich die Dinge entwickeln. Oder auch einfach die Tatsache, die Dinge können sich ganz anders entwickeln, als man planen kann. Das ist ja schon eine ganz wichtige Feststellung, dass man eben nicht so an seinen Plänen und so festklammert. Dann erntet man nur Enttäuschung, Frustration, sondern weiß, die Dinge können sich auch ganz anders entwickeln. Das ist auch schon mal die erste Wahrheit. Und da steckt so ein bisschen in diesem Gedanken, man könnte Philosophie ja auch mit Vorhersehung oder mit der Kunst die weiteren Abläufe in Verbindung bringen. Geht auch auf den alten Spruch des Solon von Athen zurück. Siehe auf das Ende. Ja, um auf das Ende zu sehen, muss ich wissen, wie es ungefähr sein wird. Der Weg dahin läuft, ja. Und der Philosoph weiß, dass wir irgendwann mal sterben müssen, beispielsweise. Dann haben wir jetzt noch die Chance, dein zweites Zitat, was du ja, da das passt genau dahin. Damit schließen wir dann nämlich heute ab. Ich zitiere gerne: In der Bereitschaft zum Tod vollendet sich der Mensch. Das finde ich so ein toller Gedanke. Ich sage gerade, siehe auf das Ende. Also das ist ein guter Übergang dazu. Was ich darunter verstehe, ist, dass
wenn wir bereit sind, unser Schicksal anzunehmen, das eines Sterblichen, unser eigenes Ende anzuerkennen, anzunehmen, dann befreien wir uns damit auch sehr von Ängsten vor dem Tod und Ängsten vor jeglicher Art von Vergänglichkeit. Und wenn wir das schaffen, innerlich uns mit unserem eigenen Tod, der auch irgendwann auf uns zukommt, zu befreunden und zu sagen, ja, ich bin bereit, und das sagen können, dann sagt man gleichzeitig auch, ich bin bereit für den Tod, ich habe genug gelebt und es kann ja so weitergehen, ich freue mich vielleicht, kann man sich ja auch wünschen, aber wenn du das sagen kannst, Mensch, ich habe so viel Tolles erlebt, ich bin dankbar dafür, ich habe genug gelebt, in dieser Bereitschaft, ich bin bereit, um jetzt abzutreten, da drückt sich eigentlich dann aus, ja, du bist vollendet, du hast deinen Weg, du hast deinen Kreis geschlossen, du bist deinen Weg gegangen, du hast so viel erfahren, wie du wolltest, du bist dankbar dafür und dann kannst du die Zugabe genießen, erst recht. Und also dieser Gedanke, dass man in der Bereitschaft zum Tod, da steckt auch drin, dass man so das Gefühl hat, ach, mein Leben war gut, es war voll erfülltes Leben. Ne? Ja, es ist schön, wenn noch was dazukommt, ich genieße die Zugabe, aber wenn es sein muss und ich morgen abtreten muss, dann trete ich erhobenen Hauptes ab mit den Worten, es war schön, gelebt zu haben. Und das ist eigentlich, wenn du das sagen kannst, dann kann man sagen, hast du ein glückliches Leben geführt. Und wir treten jetzt ab mit der Bereitschaft zum Aufhören und sagen erhobenen Hauptes, es war schön, gesprochen zu haben, Albert. Es war schön, dass ihr zugehört habt. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com